Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Wir haben alle unsere Pokémon Level 55, wir haben ein Dragoran. Turtok hat versucht Schädelwurme zu lernen, habe ich nicht beigebracht. Dragoran, Dragonir hat versucht Bodyguard zu erlernen, habe ich auch nicht beigebracht, aber dafür hat es jetzt Flügelschlag und Drachenklaue gelernt. Drachenklaue beigebracht, Flügelschlag mit Level 55 erlernt. Nidoking hat im Laufe der Zeit viel Ender gelernt. Von selber. Und ich habe ihm Erdbeben noch beigebracht, weil ich mir dachte, ja komm, Erdbeben ist eine gute Attacke. Smetbo hat im Laufe des Levels noch Silberhauch gelernt. Dachte ich mir, okay, bringe ich für Psystrahl bei. Oder anstatt Psystrahl bei. Taubos wollte Agilität lernen, habe ich aber nicht getan. Hat aber noch die gleichen Attacken wie vorher. Und Gengar hat mit Level 45 Spukball gelernt und später Level 52 oder so, glaube ich, wollte es auch noch Nachtmahl lernen. Habe ich ihm aber nicht beigebracht. Und ansonsten war es das. Wir müssen jetzt noch KP Plus und so verteilen. Davon haben wir auch noch einiges. Das habe ich noch nicht getan. Wir haben ja Elixier und Äther, stimmt. Ist ganz praktisch, dass ich das aufgehoben habe. KP Plus. Wir hätten wenig KP. Smetbo hat sehr wenig KP. Einmal Smetbo, komm. Und einmal Gengar. So. Dann AP Plus setze ich, glaube ich, für Smetbos Silberhauch ein. Weil das hat nur 5. Können wir ein bisschen anheben. So. Jetzt brauchen wir den Angriffswert, Verteidigung, Spezialverteidigung, Initiative, Spezialangriff. Okay, gucken wir erstmal nach Angriff und Verteidigung. Wer da am wenigsten hat, den boosten wir ein wenig. Oder wer es am besten gebrauchen kann. Angriff. 116, 187, ey. Gut, Smetbo braucht keinen Angriff. Gengar eigentlich auch nicht. Nee, Gengar braucht auch keinen Angriff. Taubos könnte Angriff noch ein bisschen gebrauchen. Er ist nur bei, hat nur bei 100. Ich glaube, den Angriff booste ich von Taubos, weil Taubos hat nur physische Attacken und kaum Angriffswert. Da boosten wir Taubos doch gerne mit hoch. Er war bei 100. Ich weiß nicht, wie weit er hoch geht. Gucken wir mal. Okay, ging auch dreimal. Alles klar, jetzt die Verteidigung gucken. Die Verteidigung hat... Okay, 178. Auf 104 ist der Angriff gestiegen, das ist okay. Okay, Gengar... Gut, Gengar braucht eigentlich keine physische, ne? Keine physische Verteidigung. Smetbo könnten wir auf jeden Fall einmal boosten. Ich glaube, Smetbo boosten wir einmal. Gengar und... Komm, zweimal Gengar und einmal Smetbo. Das dürfte, glaube ich, okay sein. Ich weiß nicht, ob die Aufteilung so gut ist, wie ich sie mache, aber, ne? Jo. So, jetzt haben wir dreimal den Spezialangriff boosten. Okay. Finde ich natürlich auch... Ich könnte auch auf alles gleichzeitig schauen eigentlich, ne? Spezialangriff. Braucht Turtok Spezialangriff? Könnte er gebrauchen, ne? 102. 129 ist schon hoch genug. Spezialangriff braucht Nidoking nicht. Eigentlich. Smetbo bräuchte. Smetbo auf jeden Fall. Komm, ja, boosten wir Smetbo zweimal. Und ich würde sagen, einmal noch Turtok. Smetbo zweimal, einmal Turtok. Einmal Turtok, bitte. Spezialangriff anheben. Und das gleiche zweimal bei Smetbo. Dass wir so viel davon gefunden haben, ey. Wundert mich gerade echt ein bisschen. So, Spezialverteidigung können wir zweimal und Initiative noch zweimal. Spezialverteidigung. 29, 122, 100. Gerne Taubos die Spezialverteidigung, ne? Taubos Spezialverteidigung auf jeden Fall. Und Smetbo auf jeden Fall die Initiative, alles klar. Alles klar, so machen wir's. Taubos, die Spezialverteidigung, bitte. Ich bin Taubos gegen Stein und so, das ist alles speziell. Das ist das Ding.
Initiative für Smedbo. Smedbo hat echt eine niedrige Initiative, ey. Holy moly. So. Das war's, Leute. Wir sind gut vorbereitet, haben gut Top-Genesung und so dabei. Hypertränke haben wir noch zwei, aber dafür haben wir Top-Tränke und Top-Genesung dabei. Das ist gut. Wir haben ja 5 Minuten nur noch geboostet. Aber naja. Aber jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Danke. Werden wir brauchen. Wir sind in der Eisarena. Dann kommt doch Dragoran gleich mal an erster Stelle, würde ich sagen. Das ist Psycho? Ich glaube, es ist Psycho, ne? Komm, wir setzen mal vorsichtshalber lieber Gengar an Anfang. Hey. Wir kommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zur Top 4. Niemand, ach verdammt, kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Die Kraft von Eisattacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha. Bist du bereit? Nein, bin ich nicht. Eigentlich. Kann ich nochmal wechseln? Ich würde gerne Dragoran an den Anfang ersetzen. Verdammt. Ach, es sah so aus wie Psycho. Verdammt. Yugong. Dürfte Gengar aber auch mit klarkommen, oder? Komm, Hypnose. Ah, es trifft nicht. Schade. Surfer. Geht aber vom Damage her. Den füllen wir jetzt, also die KP füllen wir jetzt wieder auf mit Traumfresser. Also geht das fit, würde ich sagen. Traumfresser. Ja, geht eigentlich. Ich habe mehr Damage erwartet, aber naja. Jetzt machen wir nochmal Traumfresser, oder? Ja, komm. Bei der Traumfresser reinböllern. Und ich bin gerade echt sehr froh, dass ich meine Pokémon nochmal gelevelt habe. Wirklich auf 55. Weil gegen 52er Pokémon hätte ich, glaube ich, keine Chance gehabt. Hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Das wäre... Ja. Spukball. Das wäre... Das hätte ich... Nee, hätte ich nicht. 55 ist schon niedrig noch. Also ich habe da echt... Oh, gegen Lamos können wir eigentlich drin bleiben. Ich habe da echt wenig noch, ne? Ich habe da echt nicht übertrieben. 55 ist echt nicht hoch, Leute. 55 geht noch fit. Gainer, nein. Ich hasse Gainer. Ich hoffe, es Gengar hält 2 Runden durch. Nach der schläft er hoffentlich noch nicht, oder? Warum machst du nochmal Gainer? Es schläft doch schon. Okay, ich glaube, wir machen... Ja, wir setzen Übertrag ein. Überheiler ein. So, wie gesagt, 55 ist noch nicht übertrieben. Wenn ich mir überlege, ich glaube, später vom Champ das stärkste Pokémon ist 60? Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, das stärkste Pokémon ist 60. Und dann sind wir immer noch underlevelt. Also wir haben immer noch echt Schwierigkeiten wahrscheinlich in der Liga. Als nächstes ein Lapras. Gegen Lapras kommt ein Dragoran ins Spiel, sag ich mal. Und wir werden Donner einsetzen. Ja, es trifft sogar, nice. Dürfte auch gut Damage machen. Ja, Hälfte war drin. Oh, Eisstrahl, ah. Oh, ah. Alter! Alter! Nidoking war vielleicht doch nicht die beste Wahl. Aber Alter! Käfer ist nicht effektiv wahrscheinlich, ne? Ich wollte nämlich Doppelkick einsetzen. Weil es ist ja Eis. Wow. Ja, wow. Das ist kein Damage. Alter. Der Damage gerade, wow. Der Damage von Lapras ist hart. Aber Nidoking dürfte Lapras jetzt besiegen. Ja, Doppelkick dürfte ausreichen. Puh. Zum Glück. So, als nächstes noch ein Austoss. Was machen wir? Was machen wir? Wir setzen auf Gengar, Leute. Wir setzen auf Gengar. Gengar ist, glaube ich, der Einzige. Na, mit Turtok noch. Der hier echt eine gute Chance hat. Dadurch, dass er halt, dass die Gegner
keine effektiven Attacken gegen Gengar haben. Das ist halt das Gute. Weil gegen alle anderen haben die halt Eisattacken zum Beispiel. Und die sind halt einfach strong gegen unser komplettes Team. Smetbo mit seinem Käferflug ist anfällig für Eis. Ich weiß gar nicht, setzen sie Top-Genesung ein? Ja, ne? Gut. Gut, dass ich nicht Traumfresser gemacht habe. Was wollte ich sagen? Genau, Käferflug ist anfällig gegen Eis. Taubos ist anfällig gegen Eis vom wegen Flug und so. Ach, schade, Hypnose geht daneben. Nidoking wegen Boden anfällig gegen Eis. Flugdrache bei Dragoran. Ja, ist ja ein bisschen problematisch alles. Jetzt kriegt Gengar immer zwischendurch Damage, aber das Austoss nicht, weil Austoss ist Eis. Ich weiß gar nicht, ob das für Wasser auch zählt, bin ich mir nicht sicher. Aber Eis kriegt kein Damage vom Hagesturm. Macht ja Sinn, ne? Also es ist, ergibt schon Sinn. Ich muss mir angewöhnen, ergibt Sinn zu sagen, weil nichts macht Sinn, es ergibt Sinn. Das wirft mir ein Kumpel so metaphorisch gesehen, schlägt mir das ein Kumpel immer in die Fresse. Wenn ich sage, macht Sinn. Nein, nichts macht Sinn. Es ergibt Sinn. Wenn dann. Aber nichts macht Sinn. ja, schade, dass wir jetzt gerade kein Dragoran haben. Aber Rossana. Gengar dürfte gegen Rossana auch ankommen. Spukball und so. Regelt. Oder? Ja. Ja, doch, regelt. Regelt sehr gut sogar. Gut, der erste Top 4 besiegt. Das sollte nicht so laufen. Ist es aber. Du bist besser, als ich dachte. Geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Oh, Kacke. Gut, wir setzen Beleber ein. Top-Beleber heben uns auf. So, Gengar muss ich nicht auffüllen. Aber unsere letzten beiden Hypertränke setzen wir für Dragoran und Nidoking ein. So. Und dann geht's weiter bis zum nächsten, Leute. Auf zum nächsten der Top 4. Das ist der Kampftrainer. Ich glaube, er hat einen Onix am Anfang, oder? Hat er nicht einen Onix am Anfang? Ich setz mal lieber Dragoran am Anfang, weil ich bin der Meinung, er hat einen Onix. An erster Stelle. Hey. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Lucia, wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff! Ich merke gerade, ich habe ja gar keine Aquawelle mehr für Dragoran. Oh. Er hat einen Onix am Anfang. Kacke. Okay, was mache ich jetzt? Drachenklaue. Ist normal. Wow. Den Damage habe ich nicht erwartet. Den Damage habe ich definitiv nicht erwartet. Jetzt, Taubos, zeig uns, was du kannst. Bitte. Lass diese 16 Level sich gelohnt haben. Bitte. Oh ja. Doch. Das ist nicht gut. Okay, aber halt. Doch. Taubos ist gut dabei mittlerweile. Würde ich sagen. Himmel. Oh Gott, nein. Okay. Das hat Taubos überlebt. Machomai. Gegen Machomai bleiben wir mit Taubos erstmal drin. Aber ich werde einen Hypertrank einsetzen. Ihr seht schon. Ein Toptrank meine ich. Ihr seht schon, das Machomai ist mittlerweile Level 56. Ne? Das ist sein stärkstes Pokémon. Der 56. Das ist schon mal echt nicht schwach. Die Pokémon werden immer stärker, Leute. Oh Gott. Kacke. Ja, das die Initiativsenkung hat echt reingehauen gerade. Die hat
Taubos gerade ein bisschen zerstört. Alter, Dragoran! Was ist denn mit Dragoran los, ey? Angriff steigt, Verteidigung steigt, aber irgendwas sinkt doch, oder nicht? Nee, doch nicht. Ich dachte, irgendwas sinkt von Machomai, wenn er Protzer macht. Ich dachte, Protzer hat noch irgendeinen Nachteil. Hm. Aber okay. Kikli. Wir bleiben stolz mit Dragoran drin? Oder wechseln wir aus... Komm, wir wechseln mal aus Smetbo. Wir wechseln aus Smetbo. Backkäfer? Gegen Dings effektiv. Ich setz mal selber auch ein. Viel Attacke mal sehen. Megakick. Ist normal? What? Das ist normale Attacke, stimmt. Käfer ist nicht effektiv. Und ich glaube, Smetbo muss dran glauben. Megakick trifft sogar. Fuck. Ich habe gerade gehofft, dass Megakick daneben geht. Weil Megakick eigentlich eine Attacke ist, die gerne oft daneben geht. Aber lief nicht so. Shit. Aber Dragoran dürfte regeln. Ja. Nice. Noch ein Onix. Gegen Onix setzen wir Turtok ein, komm. Bisschen Training für Turtok. Oh Leute, ey. Zwei besiegte Pokémon. Ja, das mit Tauboga ist halt doof gelaufen. Durch das Initiative senken, ey, das hat Tauboga zerstört. Das hat Tauboga hart zerstört. Ihr könnt dich verlieren. Tja, ganz einfach. Ich bin erledigt. Doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Okay, Beleber. Smetbo. Oh shit, ey. Ja, hätte ich am Anfang von bei Smetbo nicht Silberhauch gemacht. Dann wäre Smetbo nicht besiegt gewesen, schätze ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel Damage Psychokinese gemacht hätte, aber auf jeden Fall, ja, mehr als Silberhauch. Ich merke, Silberhauch ist nicht effektiv gegen Kampf. Merkt euch, Käferattacken allgemein, nicht sehr effektiv gegen Kampf. Die hat Geist-Pokémon. Gengar, dein Auftritt. Du bist eben schon gut dabei eigentlich. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Ich habe gehört, dass sich eigentlich sehr für dich interessiert. Dieser alte Knacker, oh, war früher stark und schön, aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex, aber Pokémon wollen ja kämpfen. Lucia, ich zeige dir, wie ein richtiger Kampf kämpft. Trainer kämpft. Stark und schön. Auch vor Jahrzehnten, das ist Jahrzehnte her. Alter. Gengar-Hypnose. Nice. Schön. Ich war gerade überlegen, okay, setze ich Spukball ein oder setze ich Traumfresser ein? Dann dachte ich mir so, Traumfresser ist, glaube ich, geiler. Oh yeah. Außerdem ist Gengar dann wieder voll KP. Ach ja. Das war ein schöner One-Hit. Das war ein sehr schöner One-Hit. Alter, Gengar ist halt einfach... Ich liebe Gengar, ne? Ich liebe dieses Pokémon. Ein Golbat. Komm, gegen Golbat können wir doch endlich mal Smetbo ein bisschen einsetzen, ne? Psychokinese und so. Komm, Smetbo. Das Golbat dürftest du nun hinkriegen, echt. Psychokinese. Oh, Windschnitt. Ah. Oh. Aua. Aua. Wir wechseln. Wir wechseln. Definitiv. Weil noch ein Windschnitt hält. Das hält Smetbo einfach nicht aus. Noch ein Windschnitt hält es nicht aus. Und dadurch, dass Golbat schneller ist, ne, wäre das ein bisschen fatal gewesen. Das wär dumm gewesen. Hätte ich nicht ausgewechselt. Dragorans Donner ist halt echt strong.
Arbok. Gegen Arbok setzen wir Nidoking ein. Denn Arbok ist Gift und Nidoking hat Erdbeben. Ich glaube, viel Ender kommt bei Nidoking gar nicht durch heute, ey. Viel Ender würde heute nichts bringen. Mein Sound ist schon wieder aus. Come on. Mann, der ist doch gar nicht so leise. Warum akzeptieren meine Boxen das nicht einfach? Schöner One-Shot an der Stelle übrigens. Ein Alpollo. Ja gut, dann kommt wieder Gengar ins Spiel. Komm. Ich würde ja gerne gegen Alpollo und so jetzt Smetbo einsetzen, aber dafür hat Smetbo mir leider zu wenig KP. Habe ich Angst vor, dass Smetbo wieder besiegt wird. Gengar böllert halt einfach, ey. Gengar haut rein. Noch ein Gengar. Das Gengar dürfte jetzt irgendwas mit 58 oder so sein, oder? 58. Das dürfte schneller sein, das ist das Problem. Hypnose, komm. Nein! Ha! Ha! Geil. Als ob, ey. Beide Hypnose, beide gehen daneben, ey. Wie geil ist das denn bitte? Das ist übel witzig. Ha! Das ist nice. Dass mein Gengar schneller ist, das wundert mich. Aber ich find's gut. Ich würde mich jetzt nicht beschweren. Okay. Zitrobeere wahrscheinlich, ja. Das ist ganz gut, weil dadurch setzt Agathe, glaube ich, ne? Kein Dings ein. Keine Top-Genesung. Sehr schön. Agathe besiegt. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Ja, danke. Ja, danke. Ja, du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setz dir deinen Weg fort. Was hat er gesagt? Wenn du mir das noch sagen würdest, ne? Dann wärst du echt eine krasse Oma. Oh nein. So, jetzt kommt, ich glaube Siegfried, ne? Siegfried, der Drachentrainer. Und der hat, glaube ich, einen Garados am Anfang. Den Garados gibt's nichts Besseres als Donner. Oh, ich merke gerade, der Part ist vorbei. Oh Leute, fuck. Oh Leute, es tut mir leid. Ich muss mich gar nicht bewegen, merke ich gerade. Ich muss gar nichts drücken. Leute, es tut mir leid. Der Part ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.